Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Let's Code Octo Awesome. Ich bin Tom und wir befinden uns nach wie vor im Live Coding TV Livestream. Das heißt, im Chat inzwischen, keine Ahnung, 20 Leute, die uns aktiv dabei zuschauen, wie wir hier katastrophale Dinge tun. Aber ich hoffe, dass sie nicht nur zuschauen, sondern uns auch an der geeigneten Stelle auch ein bisschen Feedback geben. Zum Beweis, ich hole mal wieder den Chat hier rein. So schaut das Ganze aus. Ich habe nach wie vor keine Möglichkeit gefunden, das unkompliziert hier mit in das Bild mit reinzunehmen. Obwohl, wir können mal, das probieren wir doch mal ganz kurz. Ich kann ja einfach das Visual Studio Fenster ein bisschen kleiner machen. Na. So. Dann mache ich das so. Und dann mache ich das so. Und dann kann man den Chat auch sehen. Ich glaube, das ist jetzt, wo wir richtig viele Leute im Chat haben, auch vielleicht ganz, ganz spannend. Rechts unten ist eh meine Fresse. Damit kann ich also hier nicht dienen. Das mache ich mal so. So, und jetzt kann man nämlich im Livestream und im Video von YouTube den Chat mitlesen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Also, wenn ihr jetzt schweinisches Zeug schreiben wollt, dann bitte nicht. Das machen wir wann anders. Wir befinden uns in Folge 178 und wir haben in der letzten Folge im Prinzip einfach nur mal kurz angeschaut, was ich in den Chunk-Renderern aktualisiert habe. Nochmal offscreen, ihr erinnert euch. Weshalb wir in dieser Folge vielleicht mal ein ganz anderes Thema wieder angehen wollen. Nämlich jetzt gerade noch mit den Leuten im Chat eine Kleinigkeit im User-Interface korrigiert. Und hier unten seht ihr ja schon die Bar unten, die hat jetzt inzwischen ein anderes Layout. Wir hatten ja in, keine Ahnung, vor 4 oder 5 Folgen schon mal versucht, das ganze Thema mit der Transparenz unten, weil wir wollten eigentlich diesen Selektionsrahmen nicht, also wir wollten ihn halb transparent machen, das hat aber nicht gleich funktioniert, lag tatsächlich am Blend State. Der Julian hat uns da den richtigen Blend State mal rübergeschickt, kurz für alle, die das eben nicht mit dem Chat mitgekriegt haben. Im Prinzip habe ich hier einfach einen alternativen Blend State genommen. Ich habe ja ein paar ausprobiert damals, aber leider hatte ich nicht den richtigen erwischt. Dieser hier sorgt dafür, dass das Ganze halt auch mit einer halben Transparenz funktioniert. Und hier unten haben wir dann einfach diese Weiche hier drin gehabt. Wenn es sich um das aktive Tool handelt, dann bitte solides Weiß. Ansonsten einfach so ein halbtransparentes Weiß. Deshalb habe ich gemacht mit der Textur des Tools. Und dadurch entsteht dann diese schöne halbtransparente Oberfläche. So, gut, also, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar würde ich, wenn wir schon dabei sind, uns ja ein bisschen mit dem User-Interface auseinandersetzen. Also der Chat hat abgestimmt. Wir machen als nächstes einen Kompass und vielleicht auch eine Minimap. Mal gucken, wie schnell wir vorwärts kommen. Und das ist im Prinzip schon der erste Schritt in Richtung UI-Framework. Das sind zwar im Moment noch alles Spielelemente, die mit der Maus nicht interagieren, sondern im Prinzip nur direkt auf die Input-Devices zugreifen. Aber früher oder später wird das ein bisschen komplizierter, weshalb ich an dieser Stelle nicht nur einen Kompass einfügen will, sondern ich möchte gerne anfangen, die ersten Controls zu bauen. Im Moment ist es ja so, dass wir hier alles noch super plain drinnen haben. Das heißt, hier fangen wir an, erstmal die Frames auszurechnen, okay. Aber hier Sprite Badge an und dann hier rotzt allen Text raus und bis wir hier unten irgendwann wieder rausfallen. Und das ist eine Vorgehensweise, die nicht besonders zukunftsorientiert ist, weshalb ich mit euch jetzt gerne zusammen die ersten Controls entwerfen würde. Ich würde das in einen eigenen Ordner reinmachen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich es nennen soll. Einfach hat für Head-Up-Display. Und dort drinnen entwerfen wir einfach mal ja, das ein oder andere Control. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Ich code einfach mal blind drauf los. Ich würde das Ganze erstmal in der Basisklasse beginnen. Das Ding nenne ich Control. Und ich hoffe, dass ich mir da kein Eigentor schieße, weil letztendlich ja die Controls ein bisschen komplexer sind als das, was wir im Moment haben. Also das heißt, dieses Control-Control, diese Klasse hier, wird früher oder später noch sehr, sehr komplex mit ein paar Events und dem ganzen Kram. Hier die Frage, ob es flüssiger laufen wird wie Minecraft. Nee, schwierig. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir es flüssiger hinkriegen, aber wir geben uns natürlich Mühe. Wir versuchen, alles rauszuholen, was geht. Und letztendlich ist es natürlich eine Optimierungsfrage des Code-Managements oder des Datenmanagements. Wir werden sehen. Wir geben uns Mühe. Also wir haben das Ziel, wenigstens gleich schnell wie Minecraft zu sein. Aber ja, Minecraft ist scheiße programmiert. Ja, aber Minecraft basiert auch auf Java, was die Sache nicht besonders einfach macht. Weil
gerade Sprachen wie Java und C-Sharp halt ganz andere Herangehensweise an Speichermanagement haben. Wo wir halt den Fokus normalerweise auf Business-Applikationen haben, wo es einfach keine Rolle spielt, ob die Daten jetzt oder erst nachher gelöscht werden und der Garbage Collector das eigentlich macht, kann man halt mit C++ oder so den Speicher besser managen. Immer ein bisschen ab vom Thema, ein bisschen auf den Chat reagieren. Gut, also ich nenne das Ding mal Control. Ich gebe da jetzt noch nicht ganz so viel Hirnschmalz rein. Effektiv wird mein Control eigentlich nur eine Methode haben, die heißt Draw. Und Draw wird erstmal nur ein Sprite-Batch kriegen, wo wir das Ganze reinrendern. Batch. Und erstmal noch nicht mehr. Das ist einfach mal das, was wir hier haben. Und eigentlich möchte ich das Ganze auch abstract haben, weil ich will, dass... Ja, super. Natürlich trotzdem mit Void. Ich möchte nämlich, dass Leute das unbedingt überschreiben. Das heißt, das Standard-Control rendert gar nichts. Und Controls, die wir hinzufügen, ich nehme jetzt nochmal die Toolbar dazu. Toolbar, das heißt, das Erste, was ich jetzt machen werde, ist die Toolbar zu extrahieren und das als eigenes Control zu definieren. Klasse, ja, passt. Und die Toolbar ist im Prinzip auch eine Internal Class, die aber einfach von Control erbt und damit schon automatisch eine Draw-Methode hat. So. Und in der Draw-Methode, das machen wir mal ein bisschen schöner, malen wir im Grunde das, was wir hier schon gemacht haben. Das heißt, alles, was hier unten drinnen ist. Leider fehlen uns diese ganzen Informationen, wie ich sehe. Das heißt, eigentlich brauchen wir als Basisinformation noch das Ding hier. Die hat Komponente, die ich ins Control mit reinnehme. Das ist auf jeden Fall nicht zukunftsorientiert. Das sollten wir früher oder später anders machen. Aber ich werde auf die Schnelle werde ich das mal kurz machen. Das heißt, wir haben einen Konstruktor, der das Ding hier entgegennimmt. Und das ist quasi das zentrale HUD oder HUD oder wie auch immer man das nennen will, Head-Up-Display. Und das speichern wir uns hier einfach mal nicht private, sondern das ist protected, weil wir brauchen sie in abgeleiteten Klassen auch. Wir brauchen das in abgeleiteten Klassen, aber mit kontrollierten. Na, machen wir es anders. Machen wir es protected, bla, HUD, aber als Property. Und dann können wir nämlich einen Getter machen. Ich depp. Doch, Getter, so. Aber einen Private Setter. So. Das sorgt dafür, dass wir es in der Basisklasse setzen müssen. Das machen wir im Konstruktor. Und von draußen es nicht mehr verändern können. Wir können darauf zugreifen und wir können die Properties im User Interface ändern, aber wir können es nicht mehr, wir können die Referenz nicht mehr ändern. Das ist eine coole Sache. Was soll ich tun? Achso, dieses HUD hier setzen. Und ab jetzt können wir natürlich auf diese Informationen zugreifen. Das heißt, achso, das ist eh die Abstract-Class, Abstract-Methode, die, wie gesagt, erstmal gar nichts tut. Und in unserer Toolbar steht dann plötzlich dieses User-Interface zur Verfügung. Ich überlege gerade, ob wir das mit einem Sprite-Batch auch machen sollen, auf diese Art. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht, weil so ist es konkreter, so weiß man, welchen Sprite-Batch man wirklich verwenden soll. Das heißt, ich hole aus unserer Komponente diesen Block, der für die Toolbar zuständig ist. Das ist das hier. Das können wir eigentlich rauscutten, richtig. Was ist das hier unten eigentlich nochmal? Ah, das ist das Fadenkreuz. Also nehme ich das hier raus, mache das hier rein, stelle fest, mir fehlen diese Informationen, die finde ich aber eigentlich hoffentlich nicht hier. Sehr schön. Schade. Wo kriege ich denn jetzt diese Informationen am schnellsten her? HUD, Game, Player? Nein. Wo haben wir sie denn hier drinnen? Wo kommt denn Player her eigentlich? Player-Komponent wird hier drinnen gesetzt. Ganz großes Kino. Ja, machen wir ein Property draus, ganz einfach. Ja gut, früher oder später werden wir zusätzliche Infos brauchen, unter anderem aufs Game und auf alles Mögliche. Ich werde auf jeden Fall mal das als Property machen, ganz einfach. Player-Komponent, Player und auch hier ein Private Set. Eigentlich kann ich es protected machen, nee, kann ich nicht protected machen, war eine Lüge. Und ersetze das hier.
Mach das hier kurz raus. Korrigiere mal eben alle Stellen, wo das verwendet wird. Da war ich wieder super smart. Player. Hier nochmal Player. Ihr lest jetzt aber nicht den Chat im Stream, oder? Wenn ich das hier gerade lese. Player. Toll, dass ich wieder so smart bin. Player und nochmal Player und dann haben wir das, glaube ich, auch schon. Falsch, so. Und zuletzt nochmal Player. Ja, so. Das heißt, wir haben in unserer Toolbar jetzt das da. Falsch. Hood Player, so. Und das Graphics Device haben wir hier nicht. Jetzt wird's kompliziert. Ist das Graphics Device nicht hier drin? Graphics Device, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir das eigentlich machen sollten. Ich würde an der Stelle sogar schon auf ein komplexeres Konzept zurückgreifen, nämlich die Tatsache, dass das Control über Dimensionen, also über Größenordnung oder Größeninformationen verfügt. Hat Player. Block Definition Manager, den brauchen wir eigentlich nur referenzieren. Das ist da. What? Rectangle referenzieren wir mal kurz. Das Graphics Device kriegen wir von. Das müssen wir anders machen, das gefällt mir nicht. Was ich hier. Das Graphics Device brauche ich, um die Größe auszurechnen, wie groß der ganze Rotz ist. Das würde ich aber. Okay. Okay, der Stream ist gerade abgebrochen. Das ist natürlich irgendwie uncool. Falsches Rectangle, ja, dachte ich mir auch gerade. Mist. Seid ihr wieder da? Hilfe, es tut mir leid. Ich weiß nicht genau, warum es abgebrochen ist, aber. Tja. Okay, das ist das allererste Mal, dass mein Stream abbricht. Das ist natürlich sehr frustrierend. Nein, ist es nicht. Aber beunruhigend ein bisschen. Ich mache einfach mal weiter und gucke, wie ihr euch so nach und nach reconnectet. Ich brauche natürlich dieses Rectangle, natürlich. Die Tool Textures, die fehlen mir natürlich jetzt ja auch an der Stelle. Ach, großes Kino. Okay, aber wir haben eh noch ein anderes Problem. Nämlich, ich möchte diesem Control gleich noch ein paar Control-typische Sachen geben. Ich möchte dem Control nämlich eine Position geben. Das heißt, es muss ein Property vom Typ Index 2, nenne ich das mal, geben. Das heißt Position. Und ich möchte einen weiteren Index 2, das heißt Size. Das heißt, das Control kriegt gleich schon relative Koordinaten auf dem Screen. Würde ich mal sagen. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Control einbauen, können wir ab dort vergessen, dass es sowas wie diese Information hier gibt. Also dieses Graphics Device, Krimskrams, das da, das würde ich runterbrechen auf die Control Size. Und damit, glaube ich, könnte das funktionieren. Das schauen wir mal einfach. Das heißt, das ist dann quasi unser Size.x. Das ist die Höhe, das ist quasi Size.y. Viewport Height ist dann auch wieder Size.y. Und das war's mit dem Graphics Device. Aber jetzt müssen wir beim Malen auch aufpassen. Dieser Offset hier ist wir müssen jetzt die Position des Controls noch mit aufsetzen. Das ist Offset ist erstmal nur der Offset der relativ innerhalb des Controls eine Rolle spielt. Ihr seid doch alle wieder da, oder? Der Chat ist mir so ruhig jetzt gerade. Und darauf müssen wir nämlich die Position noch drauf addieren. Das heißt, das ist Position X. Sehr gut, alle da. Sehr schön, gut zu wissen. Und dann nochmal die Position Y. So, und dann können wir nämlich dieses Control frei positionieren in unserem
User Interface, ohne dass wir uns um dieses ganze Geraffel hier kümmern müssen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Ja, juhu, ja, alle noch da. Sehr gut. So, und dasselbe natürlich auch bei der eigentlichen Textur. Das machen wir hier auch nochmal kurz. Plus Position X plus Position Y. Und das könnte eigentlich schon funktionieren. Jetzt haben wir natürlich noch dieses ganze andere Problem, dass diese Informationen hier fehlen. Unter anderem fehlen uns die Tool-Texturen. Das macht aber nichts, weil das ist letztendlich was wir uns nochmal zusammenholen müssen aus dem eigentlichen User-Interface, weil ich glaube, die Texturen holen wir uns hier oben, ja, da. Und brauchen sie eigentlich auch nur an einer Stelle. Das heißt, wenn ich die auskommentiere, müsste es nur an der Stelle, wo wir die Texturen zusammensammeln, Probleme geben. Das heißt, das da nehme ich einfach mit in das Control, falsch in die Toolbar. Und damit ist dieses Thema auch erledigt. Wir brauchen noch einen Konstruktor. Das wäre in dem Fall Toolbar. Und da müssen wir nämlich jetzt auch dieses Hub-Komponent mit reinnehmen. Komponent. Weil wir nämlich jetzt hier den Basiskonstruktor aufrufen müssen noch. Aber das ist nicht so schlimm. Und innerhalb des Konstruktors können wir jetzt halt, nennen wir es mal so, können wir ja jetzt die Sachen zusammenfummeln. Das müssten wir dann halt quasi hier rausholen. Und diese Texturen werden einfach nicht mehr hier drinnen gesammelt, sondern eben im Konstruktor. Das ist natürlich eine Frage, ob wir das wirklich machen wollen. Nee, das machen wir so nicht. Lasst uns noch hier eine weitere Abstract-Methode LoadContent dazu machen. Das gefällt mir besser. Und da brauchen wir wahrscheinlich auch das Graphics-Device. Ah, das müssen wir anders machen mit dem Graphics-Device, das nervt. Okay, wie gesagt, ich konstruiere erstmal, was ich brauche. Und dann sehen wir später, was eigentlich Sinn macht. Und dann refaktorisieren wir das wieder. Das ist ja im Prinzip unser Konzept. Oh, meine sanfte Stimme. Ich gebe mir Mühe. Aber die fängt so nach und nach, wird sie anfangen zu kratzen. Und wird sehr anstrengend, aber mei. Oho, die halbe Stunde ist voll. Meine Fresse, geht die Zeit vorbei. Okay, ich mache das Control noch zu Ende. Dann bauen wir das User-Interface wieder zusammen, sodass es im Prinzip so aussieht wie vorher. Und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Das heißt, an der Stelle TexturePicks. Ich glaube, das ist eh die einzige Stelle, wo wir das verwenden. Ich nehme das mal wieder raus, pack das mit in die Toolbar. Das sollten wir vielleicht früher oder später zentralisieren. Das heißt, wir haben es doch noch irgendwo drin. Das Fadenkreuz braucht noch Picks. Ist egal, das kommt eh aus der Content-Pipeline. Alles gut, dann machen wir das einfach zweimal rein. Das ist, glaube ich, halb so schlimm. So, Pix kommt dann auch nochmal in die Toolbar. Dann haben wir es einfach zweimal. Ist ja ganz nett eigentlich. Dann machen wir einen Override auf Load Content. Game haben wir nicht. Oh, es wird ja immer komplizierter. Okay, wir brauchen hier diverse Properties. Und das meine ich damit. Also, dieses Control-Zeug ist erstmal, das könnte, glaube ich, sich noch ein bisschen kompliziert gestalten, bis wir das an der Stelle haben, wo wir glücklich sind damit. Das heißt, hier kommt noch eine Game-Komponente rein. Was? Oh, ich hasse, ja, egal. Ich hasse diese Snippets in Visual Studio, wenn die entsprechenden Usings noch fehlen. Dann funktioniert das nämlich hier alles nicht besonders gut. So, selbes Konzept, private und hier protected. Und dann geben wir das Game hier einfach mit. Das heißt, es wird immer komplizierter, irgendwelche Controls zu initialisieren. Das heißt, da müssen wir irgendwann nochmal ein vernünftiges Konzept finden. Aber fürs Erste. Richtig. Manuel, richtig. Ich Nase. Dann machen wir das lieber hier rein. Ich habe das ja eh schon mit dem Player gemacht. Und dann können wir es im Prinzip auch genauso gut mit dem Game machen. Achso, ne, das Hard-Komponent habe ich ja eh. Ach, Kinas, natürlich. Okay, also, Kommando zurück. Wir brauchen das Game hier nicht. Das ist in der Komponente verfügbar. Lalala. Falsch. Ich mache hier ein Rollback auf Sachen, die ich gar nicht verändert habe. So, Kommando zurück. Alles gut. Wir können hier direkt gezielt
darin auf das User Interface. Das ist nämlich eine Komponente und Komponenten haben Referenzen auf das Game. So. Alle dude. Und das nehme ich aus dem Konstruktor raus. Da hat es nämlich effektiv ja, Konstruktoren sind nicht unbedingt der beste Ort, um Memory Streams hin und her zu schieben. Und ich wurde auch geschimpft, weil ich am Ende des Tages in ein PNG komprimiere und komprimieren Geld und Zeit kostet. Wir können grundsätzlich auf sowas hier zurückgreifen. Allerdings bin ich mir bei Bitmaps nicht sicher mit den Transparenzen, weshalb ich nicht noch mehr Baustellen aufmachen will und bei PNG bleibe. Ich habe nichts gesagt. Alles ist gut. So, der Player, den kriegen wir auch aus dem User Interface. Player Tools. Den Memory Stream, den kriegen wir aus System.io. User Interface, Player Tools. Das scheint auf den ersten Blick jetzt komplizierter zu sein, aber bringt uns natürlich im Endeffekt eine wesentlich bessere Ordnung in die ganze. Ich brauche dieses Graphics Device an der Stelle eigentlich gar nicht, ne? Das kriege ich nämlich auch daraus, oder? Ja. Sehr schön, dann sparen wir uns das hier übrigens auch. Nehmen wir das auch raus. Nehmen das aus dem Control raus. Aus dem hier raus natürlich. Kompiliert das jetzt? Es kompiliert nicht. Draw. Natürlich, dann machen wir das nämlich zu einer Abstract Class, damit wir nicht auf die Idee kommen, Control zu initialisieren. Dann passt es nämlich hier auch. Achso. Entschuldigung. Syntax war falsch. Mit Klammern natürlich nur, wenn man mit virtuellen arbeitet. Achso, BMP kann Texturen. Sehr gut. Das müssen wir mal ausprobieren. Ja, macht natürlich Sinn. Ah, RGB. Logisch. Muss ja nur das Format richtig setzen. Das korrigieren wir irgendwann anders. Das mache ich nämlich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt nämlich die Toolbar wieder ans Laufen kriegen. Was wir nämlich jetzt in der Komponente machen müssen, weil im Moment fehlt uns unsere Toolbar unten wieder. Die müssen wir jetzt hier wieder einfügen. Und zwar als eigenständiges User Interface. Das heißt, wir brauchen hier private, wie haben wir es genannt? Toolbar. Und die initialisieren wir bei Load Content. Oder eigentlich ist egal wo, wir können es auch im Konstruktor machen. Ja, machen wir es hier. Toolbar ist eine neue Toolbar und die braucht die Komponente. Außerdem muss die Toolbar jetzt eine Position kriegen. Oh Gott, keine Ahnung, wo die war. Also bei X würde ich bei 0 sagen und Y ergibt sich aus, na, das setzen wir gleich woanders. Das machen wir in der Load Component, weil wir brauchen die, Load Content, weil wir brauchen das Graphics Device dazu und das ist im Konstruktor noch nicht verfügbar. Glaube ich. Das heißt, wir müssen die Toolbar Load Content aufrufen und anschließend Toolbar Position festlegen. Das ist in dem Fall 0. Also ich würde sie unten auf die volle Breite machen. 0 und keine Ahnung. Graphics Device View, na, Graphics Device Viewport Höhe minus, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht genau. 100. Und außerdem muss die Size gesetzt werden, ansonsten funktioniert das nicht. Und das ist einfach die Graphics Device Viewport Breite. Und die Höhe ist 100. So. Mal gucken, was passiert. Bei Draw müssen wir natürlich jetzt, das werden wir gleich noch automatisieren. Am besten nach einem klassischen Konzept, das da heißt Liste. So eine List of Controls wäre das in dem Fall. So würde das funktionieren. Das ist im Prinzip erstmal eine leere Liste. Das ersetzen wir, was heißt ersetzen, das Controls fügen wir hier ein. Das heißt, so machen wir das. Load Content kann im Prinzip dann mit einer for each passieren. Controls, Control, Control.load Content. Und dieselbe Schleife nutze ich auch beim Draw unten. Und dann hätten wir das Ganze nämlich automatisiert. Draw. Und da gehen wir den Batch rein. So, und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müsste das Ganze wieder funktionieren. Sehr gut. Nur, dass jetzt unsere Toolbar unten ausgelagert ist in ein eigenes Control.
Und dasselbe machen wir gleich mit unserem Kompass, wenn es denn in der nächsten Folge wieder heißt Netzcode Out. Oh, ich habe jetzt meinen Satz versemmelt. Schade. Das heißt, ich verabschiede mich von allen YouTube-Kollegen, die die Folge jetzt gerade anschauen und sage bis morgen. Und die Leute im Chat, die sehen mich gleich wieder, wenn es denn in die nächste Aufnahme geht. Bis dann.